Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat den Vertrag mit seinem Berater Pini Zahavi bis 2020 verlängert. Das berichtet Sky Sports, Sportbild und Bild bestätigten die Meldung. Damit bringt der Pole indirekt neuen Schwung in die zuletzt zur Ruhe gekommenen Transfergerüchte um seine Person. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Zahavi, der Lewandowski seit Frühling dieses Jahres vertritt, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, öffentlich Druck auf den FC Bayern zu machen und einen Transfer seines Schützlings voranzutreiben. Dazu meinte Bayern-Boss Uli Hoeneß am Sonntag bei Yvonne Thora, der Fußball-Talk auf Sky Sport News HD. Robert Lewandowski hatten wir immer im Griff, nur sein Berater nicht. Lewandowski verpasst Berater einen Maulkorb. Hoeneß führte weiter aus, sein Berater hat öfters um ein Gespräch gebeten. Da habe ich ihm gesagt, ich habe erst am 2. September um 14.30 Uhr Zeit. Zu dem Zeitpunkt ging Hoeneß aber noch davon aus, dass Zahavis Abkommen mit Lewandowski dann ausgelaufen sei. Offenbar ist dies aber nun nicht der Fall. Nach den andauernden Gerüchten um einen Abgang des Stürmers aus München verpasste dieser noch während der WM Zahavi einen Maulkorb. Bayerns Bosse stellten zudem mehrfach klar, dass ihr Torjäger unverkäuflich sei. Lewandowski wechselte 2014 von Borussia Dortmund an die Säbener Straße und absolvierte seitdem insgesamt 197 Einsätze für die Münchner, 155 Tore. Punkt. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2021 gültig. Mehr zum FC Bayern und Robert Lewandowski.